Fabi's Journey. Schwui! Es war ein regnerischer Samstagmorgen. Einer dieser Tage, an denen man am besten einfach im Bett geblieben wäre. Ein altes Video von mir fasst ganz gut zusammen, wie wir uns zu diesem Zeitpunkt im Auto fühlten. Wir gehen in den Tunnel entlang. Wir gehen unter Tunnel. Und wir gingen und uns da an die Füße weh. So ein Scheißer. Ruby Falls. Das sollte also der Ort des Verderbens sein. Auf dem Parkplatz angekommen, war ich zunächst verwirrt. Das sah mir eher nach Mystery Castle als nach Ruby Falls aus. Da, das ist eindeutig ein Turm, richtig? Ja? Doch das Wetter wurde schlechter und wir waren gezwungen einzutreten. Was ist das? Kinder schreien normalerweise nicht so bestialisch. Und was hat das mit diesen Edelsteinen auf sich? Hey! Doch von den anderen schien sich niemand dafür zu interessieren. Dann zwangen sie uns, in eine kleine Metallkammer zu gehen. Sie nannten es Fahrstuhl, doch es war eher ein Tor in die Hölle. Die Metallkammer begann, sich rapide nach unten zu bewegen und kam plötzlich zu einem Stillstand. Doch auch ich wurde zu diesem Zeitpunkt langsam misstrauisch. Habt ihr das gehört? Das Husten? Das... Vielleicht ist das ja eine Gaskammer. Ja, das ist nicht lustig. Dann sprach irgendeine Frau zu uns, aber da ich leider absolut kein Englisch spreche, konnte ich nicht verstehen, was sie mit uns vorhatte. Doch was wir dann sahen, wirkte in keiner Weise bedrohlich. War es vielleicht doch... Nein, Verschwörungstheorie Illuminati 23... Dann versuchten die Mistkerle uns zu verwirren mit seltsamen Schrifttafeln wie Barkon und Potato Rip. Und dann war da noch dieser Raum. So laut. Oh mein Gott, das ist wunderschön. Es ist... Diese Musik ist so nervig. Oh Gott. I'm speaking German. Okay. Oh mein Gott, das ist so laut und so nervtötend. So nervtötend. Wow! Alles wird so surreal, so beleuchtet, so unglaublich laut und nervig. Diese Frau, die läuft jetzt einfach weg und lässt uns alleine. Damit wir... Ich weiß auch nicht, was hier passiert. Aber es ist so laut. Und so nervig. Und umso näher wir diesem Schatten kommen, umso lauter wird es. Was kann es nur sein? Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich sagen soll, wenn dieser Clip so lang und so laut und sinnlos ist. Es wird immer dunkler. Und man hört Blitze. Also man sieht Blitze. Und es wird immer dunkler. Und was ist das? Immer noch nichts. Noch mehr künstliche Beleuchtung. Und die Frau geht immer weiter zurück und noch mehr künstliche Beleuchtung. Auf was warten wir? Wow! So wunderschön! Ein künstlicher Wasserfall! Halt die Klappe, ich muss den Wasserfall genießen! Das war doof. Nachdem dieser Mist vorbei war, war ich sogar irgendwie glücklich und es fühlte sich ganz gut an, da unten zu sein. Es ist wunderschön. Es ist faszinierend. Es ist nahezu surreal. Es ist der Wahnsinn. Ich kann es kaum in Worte fassen. Es ist wie eine Tropfsteinhöhle. Doch dieses Glück sollte nicht von Dauer sein. Aus irgendeinem Grund gab es einen Fehler. Und so begann das Unvermeidliche. Okay, also die Leute haben uns jetzt verlassen. Der Aufzug ist hochgefahren. Wir sind jetzt hier für immer drin. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Leben. Und das war's von Legostand 13. Bis demnächst. Also, nie wieder. Schwindel. George werde ich übrigens als erstes essen. Ha! Und das war's dann. Für immer. Und dann kam der Aufzug.
Nachdem wir also dann doch nicht gestorben sind, verbrauchen wir noch ein wenig Zeit und starten sinnlos in die Landschaft, die auch noch immer nicht gerade einladend wirkte. Hey Josh. Good job, Fabi. You wanna die? Yeah, Porter. Yep. Unglücklicherweise starb Josh tatsächlich. Und noch unglücklichererweise wurde er dann zu einem Zombie. Damit sich Zombie Josh besser fühlte, fuhren wir dann zu einer Grabstätte, Kriegsfeld, keine Ahnung, es war verdammt gruselig. Also setzten wir nun unseren Weg fort. Draußen sah es immer bedrückender und unheimlicher und bedrückend unheimlich aus. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich war an diese Familie gebunden. Ich hatte keine Wahl. Und so nahm das Unheil seinen Lauf. Zu diesem Zeitpunkt würde ich es bevorzugen, wenn ihr die Lichter ausschaltet und euch alleine vor den Computer setzt. Denn nur dann könnt ihr nachempfinden, wie ich mich zu diesem Zeitpunkt fühlen musste. Herzlich willkommen zu Fabis Zombie-Apokalypse. Nathan. Hier sind die letzten Überlebenden und das auch nicht mehr lange. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich nicht, wie viele Zombies tatsächlich schon gab. Yeah. Und es wurde schlimmer und schlimmer. There's the first zombie. April war bereits ein Zombie und so waren es die Kinder. Also lief ich kurzerhand zu dieser verdammt gruselig aussehenden Burg. Doch auch hier waren die Zombies bereits gewesen. Keine Menschenseele mehr. Alles tot, kalt und grau. Wie bin ich nur hierher gekommen? Schreibt's mir bitte in die Kommentare, wenn ihr es doch wisst. Da drüben sind Zombies. Das weiß ich nicht sagen. Oh Gott. Oh Gott, sie sind da. Sie tragen Kapuzen. Warum ist es hier so gruselig? Oh nein, einer von ihnen greift mich an. Es ist Josh. Oh nein. Ja, so hört sich das an, wenn ich sterbe. Ist nicht mein Problem. Also Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und dieser Episode, die eigentlich viel besser in den Oktober gepasst hätte, auch wenn es leider nicht zu diesem Zeitpunkt passiert ist. Wie auch immer, macht's gut, noch ein wunderschönes Osterfest und bis demnächst, ihr Säcke. Euer Fabi von Legostein 13.